Was geht ab? Geiler Abend bis hierhin, heute in München. Checkt auf jeden Fall nochmal die Cypher mit der Qualifikation, die heute sehr stark war. Checkt auf jeden Fall die Freestyle Mania. Und nun kommen wir zur Freestyle Mania Champions League. Habt ihr Bock, München? In der Freestyle Mania Champions League sieht es wie folgt aus. Jeder MC muss gegen jeden einmal battlen. Und jeder sammelt für seine Siege Punkte. Ein Sieg, ein Punkt, es gibt kein Unentschieden. Die zwei mit den meisten Punkten machen das Finale untereinander aus. Sollten mehrere MCs die gleiche Punktzahl haben, gibt es nochmal eine Abstimmung von dem Publikum. Alle MCs ziehen bitte einen Zettel, behalten den aber erstmal bei sich, noch nicht aufmachen. Behaltet den erstmal bei euch. Heute dabei in der Freestyle Mania Champions League hat heute schon richtig Bock gemacht, mit ihm in der Cypher zusammen abzureißen. Er ist immer wieder ready, voller Energie. Er hat Freestyle Battles mitgemacht, hat mehrere Cyphers bereichert, hat A Cappella Battles gemacht und hat auf jeden Fall eine Menge Sport gemacht und ist bereit, diese Bühne zu erobern und abzureißen. Macht mal Lärm für Decepticon! Auch heute dabei in der Freestyle Mania Champions League ein MC, der auch schon lange in der Szene dabei ist. Er hatte damals noch einen längeren Namen, den zweiten Teil davon hat er abgelegt und seitdem ging es bergauf mit ihm. Er hat nach dem Corona-Pausending, ihr kennt den ganzen Mist noch, so lange schon her, so unfassbar an Qualität zugelegt und war heute auch eine Bereicherung der Cypher und ein spontanen Battles. Seid gespannt und pusht ihn, damit er Leistung für euch abliefern kann. Herzlich willkommen, Triple! Was ein Ehrenmann. Dadurch, dass ein Teilnehmer relativ kurzfristig abgesprungen ist, haben wir ihn gefragt, ey, du machst doch heute einen Auftritt hier, willst ein bisschen Action machen? Dann hat er gesagt, okay, dann muss ich mir nochmal überlegen, wie machen wir das Ganze, Dykeson? Ich brauche die Energie dann aber auf jeden Fall, um hier zu battlen. Und nun steht er hier, bitte mit einem riesigen Applaus willkommen heißen, auch schon ein mehrfacher Sieger verschiedener Disziplinen. Macht Lärm für Muro! Und als vierter MC komplettiert dieses Teilnehmerfeld ein junger Mann, der sich auch Step für Step immer weiter gesteigert hat. Wir haben schon gegeneinander gebettet, wir haben schon zusammen gebettet. Er hat schon so einige MCs in die Schranken gewiesen und er ist bereit, heute seinen nächsten Schritt zu machen und will die FMCL an sich reißen. Bitte einen riesigen Applaus für Man in Black! Ja, ihr habt gesehen, die MCs haben alle ein Zettel mit einem Buchstaben gezogen. Den übergeben sie an die liebe Iris. Sie notiert das und dadurch haben wir einen automatischen Spielplan, der nur anhand eines Buchstabens dann einfach eingetragen wird. Ja? Und somit ist ganz klar, wer gegeneinander antritt. Ihr entscheidet. Ihr seid das Publikum. Ihr entscheidet, wer den Sieg holt. Wenn es irgendwie knapp aussieht, dann gucken wir mal. Es gibt auf keinen Fall Verlängerungen. Ja? Nur um das einmal zu sagen. Kommen wir zum ersten Match der Freestyle Mania Champions League heute Abend. Ja. Erstes Match, bitte an die Mikrofone. Triple gegen Muro! So, somit auch kein Schere, Stein, Papier, sondern es ist klar, dass Triple in diesem Match anfängt. Das geht sich am Ende immer so ungefähr aus. Ich gucke nochmal auf meinen schlauen Zettel. Wie lange müsst ihr eigentlich battlen? 3 Minuten haben wir gesagt, ne? 3 Minuten Vorrunde, Magda. 3 Minuten Freestyle Action. Let's go! Wow, wow. München, was geht ab? Ah, das ist also Muro, M-U-R-O, aber deine Freundin nennen dich ein Dreckshurensohn. Ah, du bist höchstens ein Läufer, ein Mix aus Harry Potter und einem Dönerverkäufer. Tut mir leid, Bruder, komm, du wirst hier gleich missbraucht. Der sieht so aus, als kämpft er fresh aus dem Hawaii-Urlaub. Oh, tut mir leid, du bist gleich schon raus. Komm ans Mikrofon und danach wird sein Vibe missbraucht. Oh. Ey, du bringst nice Rap, du siehst aus, als hättest du zu viel Pizza Hawaii gesnackt. Ey, ich zerfetze diese Bitch, der einzige Rapper heute Abend, der noch fetter ist als ich. Ey, mir doch scheißegal, ey, ich schick dich jetzt nach Österreich. Scheiß mal auf Pizza, Muro represented Dönerfleisch. Ey, du siehst aus, du gefallest. M-U-R-O, gib mir Döner mit alles. Döner mit alles, das ist wirklich hart. Du isst wohl Döner
ohne Salat. Aber bei dir werden niemals Chayas blasen und dein Traum Rapper zu sein platzt wie die Seifenblasen. Alles klar, ich bin fett, das ist nicht sehr, sehr schwer. Ich döne, aber Bruder, wo kommt der denn her? Hä? Den hast du auch angefressen. Ey, oh, M-O-R-O, ich brauch dieses Frettchen. Dieses Fächen, du bist der krasseste Keck, was soll ich sagen? Ich bin schwanger mit Rap, ey, ich weiß. Und ich weiß, ich bin raus. Und in 3 Monaten, da kommt das Kind raus. Da kommt das Kind raus, ich fick dich nur. 3 Monate später bekommt er eine Missgeburt. Wow. Junge, weil du einfach ekelig bist, wegen mir bist du danach wieder ledig, Bitch. Ah, ich zerfetz diesen Lauch, eine Missgeburt bekommt, dann kennen sich deine Eltern gut aus. Ah, und ich komm mit dem Ficktest. 30 Jahre Rap, 30 Jahre Inzest. 30 Jahre Inzest, ich wipp dich auf dem Index. M-O-R-O, ich freestyle krass, du erblindest. Check das ab, Digga, besser den du siehst. Du hast keine Chance, Triple Beat, rest in peace. Rest in peace, wow, das ist so gut. Ich bin blind, dann fick ich dich einfach, no look. Look, man, motherfucker, ich bin heute unfickbar, so wie Atalanta. Tut mir leid, Digga, ich werde meinen Gegner rippen. Bruder, seit wann freestyle Peter Griffin? Ich fick dich sauhart, schick dich zurück wie Kenny Dunn von South Park. South Park, ey, ich weiß, du bist errötet. Bei dir sagen die, die haben Kenny getötet. Ey, ich weiß, du bist heute lustig, ihr habt Buch getötet, doch keinen juckt. Seine Bitch ist die Bitch, die demnächst von mir ein Kind hat. Kenny wurde getötet, aber Timmer ist behindert. So sieht's aus, Bruder, du bist jetzt gleich hier raus. Nächsten Monat sieht man ihn in deinem Leichenhaus. Leichenhaus, ich fick dich eh lebendig. Du bist wie Rolling G, du sitzt heute lebenslänglich. Ey, ich weiß, ich denk mir, das ist abgefuckt. Das ist Harry Potter, aber bei Hufflepuff. Mir doch scheißegal, du kannst nen Burger bringen. Ich sitze lebenslänglich, weil ich Mörder bin. Ja, ey, Mann, das weißt du genau. Aber du siehst aus, als ob du Pommes verkaufst. Ach, Pommes verkaufst, ey, das ist Doppelmist. Du siehst aus, als ob du zu viel Pommes frisst. Ey, ich weiß, du bist keine Runde und du bist mein bester Stammkunde. Mein bester Stammkunde und ich weiß, dass ich hier gleich komme. Ich brauch ihn gar nicht mehr battlen. Ey, Walla, Mann, das reicht schon. Oh mein Gott, das ist doch 1A, klarer Sieg. Du hast keine Chance gegen mich, bist du ein Parasit. Vorbei! Schöner Start in der Freestyle Mania Champions League. Denkt nochmal kurz drüber nach. Ihr entscheidet, wer den ersten Punkt einsammeln darf in diesem Match. Angefangen hat Triple. Wenn ihr sagt, der Punkt soll an ihn gehen, dann bitte einmal die Hände für Triple. Nachgelegt hat Muro. Wenn ihr sagt, der Punkt soll an Muro gehen, bitte einmal die Hände. Dankeschön. Somit geht der erste Punkt hier an Muro. Top Tier Takeover, wir haben die Freestyle Mania Champions League gesehen und ich stehe neben einem Teilnehmer namens Muro. Muro, wie geht's dir? Sehr gut, ein bisschen platt, aber sonst wunderbar. München ist schön. München ist schön. Wie war der gesamte Abend für dich? Nice, also von der Qualität her auf jeden Fall schon eine Steigerung. Ansonsten habe ich Spaß gehabt, hat Bock gemacht. Perfekt. In deinem ersten Battle bist du ja gegen Triple angetreten. Kannst du dich an dieses Battle noch erinnern? Wie war es für dich? Ich erinnere mich grob, aber es war schön. Freestyle Mania Champions League, ich stehe neben dem Teilnehmer Triple. Triple Beat ehemalig, oder? Yes. Jetzt nur noch Triple? Jetzt Triple, der Beat ist weggelaufen. Woran hat es gelegen? Woran hat hier gelegen? Ja, die Frage ist immer, woran es hier gelegen hat. Ich weiß nicht, vielleicht wäre ich irgendwann Producer oder nenne ich mich einfach Beat so und dann ne, so mache ich Song, so Triple Produced by Beat und weißt du, ist so Illuminati-Shit, okay. Du weißt. Okay, dein erstes Battle war in der Freestyle Mania Champions League gegen Muro. Kannst du dich an dieses Battle noch erinnern? Ja, Muro war ja der Kandidat, der für Tommy Too Late war, das ja, glaube ich, eingesprungen ist. Und ich dachte mir auch schon, wo es hieß, ja, Muro wach wird so von denen, wird gefährlich. An der Stelle Grüße raus an Tommy Too Late, ich hoffe, es geht dir gut. Zum einen wurde darauf, hast du Triple auf sein Outfit reduziert, auf sein Hawaii-Hemd. Was hat dich daran gestört, an Triples Outfit? Also mich persönlich gestört hat das Outfit nicht, nur es war halt für mich in dem Moment eine Angriffsfläche, weil ich sowas nicht anziehen würde. So, deswegen ist mir das ins Auge gestochen, aber alles gut. Also mich hat es nicht gestört. Ich habe mich gefreut, dass er so ein Hemd hatte, dann hatte ich was zum Battlen.
Dann konntest du die Angriffsfläche so besser nutzen. Ja, soweit ich mich erinnern kann, haben wir halt viel so mit Assoziationen gefreestylt. Er sagt irgendwas mit Hawaii, ich konnte irgendwas mit Hawaii. Dann macht er noch irgendwas mit Sitzen und ich sage den Rolling G. Und am Ende des Tages hat Muro, glaube ich, die etwas clevereren und punchenderen Assoziationen verwertet und dementsprechend halt auch das Ding gewonnen. Ich fand das krass mit diesem bleibt lebenslänglich sitzen wie Rolling G. War die vorgedacht? Boah, jetzt nicht explizit für dieses Battle vorgedacht, aber das ist tatsächlich ein Gedanke, den ich irgendwann schon mal bei irgendeiner Freestyle-Cypher, wo es irgendwie um lebenslänglich sitzen ging, irgendwie mal hatte und heute dann verwertet habe. Aber wie schon gesagt, jetzt nichts geplant ist, dass ich das irgendwie heute bringe. Würdest du nach Hawaii in Urlaub fliegen? Safe. Ja, safe. Ja? Du nicht? Doch, ich denke schon. Hawaii ist... Was ist dein Lieblingsurlaubsziel? Boah, ich will auf jeden Fall... Lass mich kurz überlegen. Das Lieblingsurlaubsziel ist nicht Hawaii, sondern Mauritius. Mauritius-Insel will ich hier gerne sehen, ja. Deswegen, top die Takeover, erhöht die Gage, lass mich noch mal ein bisschen mehr Preis gegeben, dann wir machen... Nein, alles gut. Aber also Mauritius, was ist deins? Boah, schwierig. Ich würde voll gerne nach Amerika. Amerika, ja. Ja, einfach so eine Rundreise mal nach Amerika, 3 Monate. Aber das kann ich mir zeitlich einfach nicht erlauben. Okay, dann noch eine zweite Frage. Warum dieses Outfit? Warum dieses Hawaii-Hemd? Ey, ich bin ehrlich, ich habe mir heute das erste Mal so richtig ein bisschen Gedanken gemacht über mein Outfit. Und das Hemd, weil ich war vor ein paar Tagen... Boah, ich weiß in gar Hawaii? Nicht mehr wo. Ja, genau. Ich war noch niemals. Nein, okay. Ja, ich war auf jeden Fall letztens im Laden, hab das Hemd gesehen, dachte mir irgendwie voll nice, gönn ich mir und ja, hab mich einfach wohlgefühlt, hab auch viele positive Komplimente außerhalb des Battles bekommen dafür, deswegen habe ich wohl was richtig gemacht. Nun denn, wie dem auch sei, das war das erste Battle Muro vs. Triple Beat, das Muro für sich entscheiden konnte.